Volksentscheid gegen die steigenden Mieten. Weil immer mehr Menschen dieser Stadt ihre Wohnung nicht mehr bezahlen können. Sich die Butter vom Brot sparen, vom Urlaub was wegsparen, bei den Kindern was wegsparen müssen. Oder auch so ja an der Gesundheit. Weil hier so eine Immobilienmafia immer reicher werden will. Und die, der Senat das alle zulässt und 20 Jahre hier weggeguckt hat. Und jetzt machen sie ab und zu mal irgend so ein Reformchen. Aber das hilft überhaupt nicht, weil der Karren schon längst im Dreck steckt. Und sie machen daran nichts. Aber wir machen jetzt was. Wir wollen nicht mehr alle 4 Jahre nur unser Kreuzchen machen, um dann ein paar Jahre bis zum nächsten Mal wieder zu Kreuze zu kriechen vor dem Schwachsinn, den sie machen. Nee, wir schreiben jetzt selber mal ein Gesetz, nachdem die Mieten eben nicht mehr steigen dürfen, dass wir unsere Wohnung nicht verlieren, dass die Leute, die beim Jobcenter sind, auch ihre Wohnung behalten können, damit wir hier leben können, weil unsere Kinder gehen hier zur Schule, wir gehen hier zur Arbeit, wir feiern hier unsere Partys, wir leben hier und wir wollen hier bleiben. Deshalb machen wir jetzt selber Politik und ihr könnt mitmachen. Kommt vorbei und macht mal eine Unterschrift. Wir sammeln hier 20.000 Unterschriften, damit wir das überhaupt machen dürfen, was wir machen wollen. So viel zur Demokratie hier. Also, kommt mal vorbei, macht eine Unterschrift, weil ihr könnt dazu beitragen, dass eure Mieten nicht mehr steigen, dass sie auch sich senken können. Weil wir wollen jetzt selber Politik machen, Wohnungs- und Stadtpolitik. Wir schreiben jetzt der Regierung mal vor, was sie zu tun hat und nicht umgekehrt. Weil die haben uns die letzten 20 Jahre immer tiefer in die Tasche gegriffen. Und haben, die Reichen werden immer reicher und wir verlieren immer mehr. Und immer mehr Leute haben Angst um ihre Wohnung. Also kommt vorbei, holt euch Unterschriftenlisten, macht mit, unterstützt den Volksentscheid. Warum haben Sie beim Mietenvolksentscheid unterschrieben? Ja, es geht ja um die Mieten, dass sie nicht so schnell steigen. Denn die Renten, die steigen ja auch nicht so schnell. Und man will ja auch noch was vom Leben haben. Get up, stand up, don't give up the fight.